Die Schule als Zwangsanstalt. Ganz, ganz viele Regeln, Verbote, Fußfesseln, sogar Geld muss man jetzt zahlen, wenn man mal die Schule, sag ich mal, schwänzt oder mal nicht hingeht. Und also es könnte sein, dass da wirklich so viel Sachen sozusagen den Kindern als Stöcker zwischen die Beine geschmissen wird, dass man überhaupt nicht mehr zur Schule gehen möchte. Genau, so sieht's aus. Und es gibt auch wirklich ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, das gibt's doch nicht, das ist mir zu viel. Und es gibt aber auch Stimmen, wo zum Beispiel dieser Vorschlag kein Sitzenbleiben mehr gar nicht so begrüßt wird. Mr. Metallica sagt, das wäre der Untergang. Da würden Leute ins Gymnasium zum Beispiel gehen, die eigentlich dort überhaupt unglücklich sind, vielleicht auch überfordert, aber weil es eben kein Sitzenbleiben gibt und solche sozusagen Einteilungen aufgrund der Leistung, würden Leute Abitur machen, die eigentlich dann vielleicht sonst normalerweise keins gehabt hätten, und dann ist die Qualität des Unterrichts auch gehemmt. Oh. Ja. Die Zeit ist leider um, ich hätte auch gern was gesagt. Ich glaube, ich beschäftige mich, glaube ich, viel, viel intensiver mit diesem Thema, seit es mal Update ist, als Christoph. Aber ich finde es wirklich, wirklich ein ganz tolles Thema, ein ganz interessantes Thema. Und ich würde mir das nicht bieten lassen als Schüler. Ja. Update und giga.de. Hupsi! Hallo! Sumi, komm! Wir spielen gerade was. Ja. Komm einfach dazu. Das ist schön. Gut, dass ich nicht ausgeschlossen bin. Nein. Wir verabschieden uns gemeinsam und freuen uns sehr. Das war ein erfolgreicher Tag. Und wir haben natürlich wieder tolle Themen gehabt. Unter anderem die Schuldiskussion im Roundup. Ich fand, Christoph, das ist wirklich ein großes Problem, was auch die ganzen Leute da draußen irgendwie nervt. Ja, eigentlich seit 3 Tagen das gleiche Thema, nur immer verschärfter, neue Vorschriften. Und das Entscheidende daran ist ja nicht nur, was für Ideen die haben, sondern so langsam kommt wirklich der Eindruck, dass die ganzen Politiker nur von ihren eigenen Problemen ablenken wollen und so richtig mal auf die Schüler einhauen. Das hat Willy Lemke vor 2 Monaten damals mit seiner Sexbomben-Diskussion losgetreten, und jetzt PISA-Schock, dann Schulschwänzer-Alarm und was weiß ich, was es alles noch gab. Also ich finde das nicht so toll und die Community meistens auch nicht, aber kann auf jeden Fall ja noch diskutiert werden bei uns im Commons-Bereich. Mhm. Machst du bestimmt auch, Martin, oder? Ja, klar. Bis da Entscheidungen getroffen werden, wird das auch wahrscheinlich auch so noch eine Diskussion weiterhin sein. Das Help Center hat eine Lösung gefunden. Haben wir, ja. Für das kaputte Pad oder das nicht funktionierende Pad? Gar nicht kaputt. Es war die Software, die bei dem Pad installiert, die für das Pad installiert war, die dem Ganzen irgendwie einen Riegel vorgeschoben hat. Das heißt, also die Software einfach deinstallieren oder zumindest mal aus dem Speicher rausnehmen, und dann soll es normalerweise funktionieren. Mhm. Und jetzt kann man auch weiterhin noch mal ein bisschen nachvollziehen, glaube ich, auf absolut, Artikel, also wir haben wie immer eine Lösung drunter im Artikel, mit natürlich dem ganzen Feedback der Community, und wir haben mal so einen kleinen Lösungsweg in Shots and Picks quasi ausgedrückt. Also da kann man sich mal ein bisschen durchklicken und mal abchecken, wie wir das machen würden. Sehr schön. Daniel, morgen ist Kinotag. Jeepers Creepers 2. Ja, ist das dein Tipp? Also ich bin ein Fan von allem, was Gore, Splatter, Horror, Grusel, billig, nach Möglichkeit sogar. Ich fand Jeepers Creepers den ersten Teil schon ganz cool. Mhm. Also ich meine, klar, 0815 Horrorfilm. Ja. Das Einzige, was halt innovativ war, glaube ich, war, obwohl das gab es eigentlich auch schon bei der Stephen King-Verfilmung mit dem Auto, dieser schwarze Bus, hat den jemand gesehen, den Film? Dieser schwarze Lieferwagen? Dieser Lieferwagen? Naja, gut. Egal, Jeepers Creepers 2. Obwohl, die Fortsetzung ist garantiert schlecht. Mhm. Ah, ich weiß es nicht. Alien Director's Cut? Das ist geil. Da haben wir auch einen Gast zu. Ja, genau. Ein Alien-Fanclub-Besitzer oder Leiter oder so ähnlich. Züchter. Genau. Und Alien ist brauchen wir eigentlich drüber reden. Ist gnadenlos geil. Das wirst du auf jeden Fall sehen, ne? Ja. Und der Gast, wie gesagt, dazu morgen. Das war's von uns. Und ich freue mich natürlich auf den heutigen Abend. Da könnt ihr noch weiterhin Party machen. Und da gibt es eine Stunde lang ganz, ganz viel Musik für euch. Show-Acts und vieles mehr. Und ab 21 Uhr ein Special Giga-Help. Und zwar Benchmark Day. Ein großer Themenabend, den ihr auch nicht verpassen dürft. 45 Minuten lang. Und dann ab 21.45 Uhr gibt es
49 Win und um 22 Uhr, wie ihr es immer gewohnt seid, Giga Games. 2 Stunden lang und die haben ein großes Thema und zwar Max Payne 2. Da freuen sich die PCler. The Fall of Max Payne und ihr könnt gespannt sein, was es dort zu spielen gibt, was es dort für eine Geschichte gibt und so weiter. Ihr müsst es einfach selbst verfolgen. Viele andere Themen findet ihr auf giga.de dazu und dann sind wir um 0 Uhr wieder in der Wiederholung und vielleicht guckt ihr euch dann noch ein paar verpasste Stunden an und ich freue mich wieder, wenn ihr morgen ab 15 Uhr mit dabei seid. Tschüss, schönen Abend. 1400 feet, still looking very good. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. Giga-di. Still looking very good.